Muss eh gerade wieder rüber. Ich habe gerade schon wieder so viel Übel. Warum stehen wir denn heute so alle in einer Reihe? Holz, Steine. Bring von mir aus nochmal Kanonen mit. Wo sind die schweren Geschütze? Die können ja nicht alle sein. Da bin ich schon wieder übergeblättert. Nein, das ist sie nicht. Da sind sie. So, dann fahr damit mal rüber. Frachtschiff steht bereit. Baustoffe sind immer weit oben. Zack. Alte Welt. Von allem noch mal so ein bisschen und dann hin da. Gut, das heißt, wenn wir den jetzt so bauen, müssen wir die wahrscheinlich. Kommen wir ja nicht anders. Der liegt auf der maximalen Rille. Es wäre jetzt also gut, wenn wir das Ganze alles nochmal ranschieben. Oh, das ist ein Aufwand. Na gut, alles für den Dackel, alles für den Club. Du stehst nicht mehr mit drin, ne? Wenn ich dich jetzt da noch weiter nach außen prügle, stehst du da nicht mehr mit drin. Du stehst nicht mehr mit drin. Es geht darum, wenn ich jetzt. Ja, das sehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob er drin steht. Nein, er steht nicht mehr mit drin. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn wir hier noch das Aktivitätensding mit reinhauen wollen. Ja. Aber ich glaube, das lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Wie viel ist denn das hier? Ach, Manu, na gut, dann machen wir es halt manuell. Geht ja nicht anders. Da, 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 da. Ja, es ist ungerade. Also selbst wenn ich will, kann ich nicht. Weil da eine Lücke bleibt. Also müssen wir alle einzeln nachziehen. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich bin auch dumm. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Haben wir alle Lager verbraucht? Scheint noch nicht ganz so. Schade, der passt nicht. Wäre lustig gewesen. Aber dann ist mir mein Verladekai ein bisschen wichtiger. Wir können tatsächlich da noch einen ranstellen und da kommt natürlich eine Hafenmeisterei. Keinerlei Verpflichtungen. Wenn es nicht anders geht. Du stehst da wunderschön in der Kante. Du bist dann so schön gerade. Und jetzt kommt nochmal der schwierige Teil. Wir müssen das Ganze nochmal hochschieben. Gucken, dass wir das oben nicht berühren. Und dafür haben wir wieder den Kanonenturm viel zu früh gebaut. Dann steht der oben nochmal im Abseits. Und jetzt muss das Ganze hochziehen. Da muss ich nur zu helfen wissen in diesem Spiel. Jetzt gucken wir mal, dass das hier drüben auch glatt wird. Das wäre mir jetzt sehr wichtig, dass das jetzt passt. So, und jetzt kann ich nicht weit genug rauszoomen, um mir das anzugucken. Zack. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Sehr schön. Ja, man könnte. Tja. Man könnte jetzt noch so machen und jetzt hier nochmal einen Hafenmeister hinkloppen. Ich habe gerade keine Stahlträger mehr, die sind gerade alle weg. Haben wir hier noch Stahlträger? Ja, Stahlträger haben wir. Können noch mal ganz kurz zwei. Ja, natürlich hast du die Holz nicht abgeliefert. Irgendeinen vergessen wir immer. Gut, alles kein Ding. Fahr, 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 fahr. Los, 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 los. Geht auf Fahrt. So, ich fahre euch mal manuell ran, damit das hier alles weitergeht. Also der Hafen ist jetzt erstmal soweit fertig. Damit kann ich leben. Hier hinter haben wir noch Platz. Rein mathematisch gesehen. Rein mathematisch gesehen. Können wir hier sogar noch erweitern. Ist die Frage, ob wir das so haben wollen. Das sieht eigentlich recht cool aus.
Wir haben hier noch ein bisschen Lücke drin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich wollte ja hier jetzt unbedingt noch so eine dicke Kanone unterbringen. Die passt natürlich wieder genau da, wo ich sie haben will, nicht rein. Das war wieder klar. Aber wir können die so bauen und hier hinten könnten wir noch zwei Hafenmeistereien hinsetzen und das sollte funktionieren, Die ohne großartige Menschen lassen Probleme. sie hochleben. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wir können noch einen Anschluss irgendwie an den Wer Hafen, wollen aber wir denn? sind ja wegen der Attraktivität, sind wir ja nicht hier. Wir haben ja keinen Boni davon. Ja, wenn wir Boni kriegen würden, ungefähr Leute, mehr Zufriedenheit oder sowas, dann hätte das Priorität. Neue Ziele? So ist das aber egal. Egal. Und damit ist der ganze Spaß so für mich erstmal in Ordnung. Hier könnte man noch, hier wird man noch, hier kann man noch. Wichtig ist mir meine dicke Bertha. Ja, hier ist meistens irgendwie Stimmung gewesen und jetzt, wir befinden uns ja noch im Krieg und deswegen finde ich es schon angebracht, wenn wir da so ein bisschen Power mitbringen. Und außerdem, so viel kostet uns das Ganze ja nicht. Wir können uns das ja leisten. Ja, hier drüben hätte man theoretisch. Könnte man da theoretisch? Könnte man da? Verdammt, wo ist das Teil? Lager, bin ich jetzt gerade wieder komplett raus. Hafen. Ist wieder hier zu finden. Naja. Der würde hier passen. Der würde hier theoretisch passen. Der würde da passen. Ja, das würde der. Natürlich wird er da passen. Er bietet mir das so gut an. Er bietet mir das so gut an. Frachtschiff steht bereit. Na, ich hätte ihn nicht bewegen dürfen. Ich habe gedacht, er steht noch nicht nah genug dran. Flotte segelt in Formation. Er bietet mir das hier so gut an. Ah. Wisst ihr, was gerade das Problem ist? Das ist gerade das, was ich gerade noch durchdacht habe. Also, wir haben ja eigentlich zu viel Holz. Und das hier würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn wir das halb und halb machen würden. Allerdings hätte das Ding nur für Köhlerei. Wir würden also weniger Dings kriegen. Ja, ich frage es aber, wenn wir das Ding mit Strom besetzen, produzieren die Dinger ja doppelt so viel. Ja, wenn wir jetzt drauf verzichten. Gibt es noch irgendeinen Bonus für Köhlereien? Da muss ich jetzt nochmal gucken. Irgendeinen Bonus für Köhlereien. Schmeiß hier mal eine Köhlerei ran. Ah, die Wälder. 10% mehr Dichte, aber nur, wenn ich die Dings damit ranhole. Die Frage ist es das Ihr wert? Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die Frage ist es das wert? Und vor allen Dingen, das Wichtigste, was wir jetzt erstmal machen, ist erstmal davon Stempel machen. Holz. So. Und dann machen wir davon auch einen Stempel. Warum? Ganz einfach, damit, falls es das jetzt schief geht. Ich die Dinger direkt vor Ort habe. Wir machen jetzt wie bei Digimon eine Fusion. Noch mal drüber schauen. Oder wie bei Yu-Gi-Oh! Wir machen jetzt eine Fusion. Wir machen jetzt aus dem und aus dem eins. Du bist eine Sonder. Und dabei kommt es drauf an. Wenn wir das jetzt so machen, wenn wir das jetzt mit Items machen, es würde sich nur rentieren, wenn wir den rausnehmen. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Der wäre schon toll. Was muss ich dafür machen? Man tut, was man kann, um zu rechnen. Wo ist denn die Aufgabe?
Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wo ist denn die Aufgabe? Zerstöre eine Fregatte. Haben wir hier nicht irgendwo ein Geleitschutzschiff gehabt? Ah. Schiff unter Beschuss. Na, das ist doch jetzt nicht das Problem. Maschinen laufen an. Das machen wir jetzt fix. Naja, komm, bei dem legendären Item, da kann ich nicht Nein sagen. Das Wasser schäumt. Und dann werden wir das gleich fusionieren. Kleine Unterbrechung, das Spiel lenkt mich ab. Die geben sich aber auch immer Mühe. Wie weit ist denn das? Oh, das ist ja gleich hier vorne. Na, das ist ja kein Ding. Also, wenn wir das jetzt... Gleich muss ich das abliefern. Wenn wir das so machen, müssen wir natürlich die strategischen Mitteldinger rausnehmen. Logischerweise. Dann brauchen wir aber auch nicht mehr ihn. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Allerdings schmeißt er mir dann gleich wieder das Item raus. Das brauchen wir aber, sonst funktioniert die Nummer nicht. Dass es ohne funktionieren wird, ist sehr wahrscheinlich. Dass es aber mit funktioniert, sieht einfach nicht gut aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Du willst mir jetzt also sagen, dass wir das nicht in Kombi setzen können? Da bist du kein Fan von. Aber das wäre so toll, wenn das mit Kombi funktionieren würde. Wie wäre das, wenn wir den rausnehmen und den mit reinnehmen? Wie sieht's denn dann aus? Es wird gemunkelt, du hältst dein Versprechen. Ja, hab ich. Bereit zum Einsatz! Liefer den mal zu Hause ab. Kann der eine mal ein bisschen alleine fahren oder wird dann rumgeweint? Hey, hier steht jemand, der hat noch nichts zu tun. Wie stehen denn hier noch rum, die nichts zu tun haben? Eine ganze Menge. Ja, die können erstmal stehen bleiben. Fahr erstmal her, bring das Item weg. Was ist das wieder hin und her gewürfelt hier? Okay, Mission fehlgeschlagen. So ein Mist. Ja, selbst also mit den drei Items. Ja, uns fehlt dann das vierte. Das heißt, wir brauchen den. So oder so. Und ich habe jetzt gerade versucht, auf den zu verzichten. Ja, und das dann wirklich so zu komprimieren, dass wir da wirklich gut bei wegkommen. Aber das funktioniert nicht. Und außerdem glaube ich, dass das auch als Wirtschaftsding ziemlich gut läuft, wenn wir das alles so lassen, wie wir das jetzt hier haben. Guckt er jetzt nach oben, nach unten? Ich weiß es gerade nicht. Na komm, wir machen die jetzt so lang. Da gucken die nach unten und die nach oben und das ist schon egal. Hauptsache, das funktioniert irgendwie. So, jetzt schmeiße ich den hier wieder rein. So, eigentlich von der Kohle her haben wir ja genug. Ist ja noch nicht so, als wenn wir da keine Kohle hätten. Ja, wo ich fast schon davon ausgehe, wenn ich den hier noch reinstelle, dass das immer noch funktioniert, siehst du? Könnte also noch einen unterbringen. Könnte hier wieder alles zupflastern mit Kohle. Aber so viel brauchen wir ja nicht. Das ist ja der Witz. So viel brauchen wir ja gar nicht. Beziehungsweise so viel wird gar nicht abtransportiert. Jedes fünfte Mal. Aber wie kriegen wir da Strom hin? Ah. Wenn wir hier noch eine Stadt aufbauen. Oder wir lassen es erstmal sein und lassen das erstmal alles so, wie es jetzt ist. Das heißt, das Holz steht, wir haben die Kohle. Das Ganze muss jetzt nochmal transportiert werden. Und dazu geht der jetzt erstmal raus aus der Nummer. Gut, komm mal hier ran. Ausladen. Was haben wir jetzt noch vergessen? Was fehlt jetzt noch? Es fehlen noch Kartoffeln. Die müssten hier drüben noch hin. Die müssten hier oben irgendwo noch mit ran.
Problem bei den Kartoffeln ist, wie das Problem allgemein gerade ist. Woher kriegen wir eigentlich unsere Felle? Die werden auch eingetauscht, da werde ich da drauf. Wusste ich doch, das riecht doch nach. Wie kriegen wir das mit den Fellen noch hin? Fälle-Layout haben wir nicht zufällig hier. Doch, haben wir. Ja, und Fälle-Layout würde hier auch ganz gut hinpassen. Kräftig, deftig, würzig. Gut, Baumarsch aus dem Buchenwald. Jetzt wird das hier mit dem Ganzen ein bisschen enger. Und wir haben keinen Einfluss. Wird hier drüben nicht noch Fußball gespielt? Hat nicht schon irgendwer wieder gewonnen? Willkommen in der ja, zack. Ja, sehr schön. Hello, da sind wir wieder. Das war gut. Warum ich jetzt immer die nach Capitoloni gehe, weiß ich auch nicht. So, jetzt nochmal, warte mal. Sind jetzt alle Schiffe schon... Sind die anderen Schiffe schon da? Nein, die muss ich wieder rüberholen. Die müssen erstmal wieder... Jetzt weiß ich, warum ich hier wieder her wollte. Mann, ist das hier mein... Durcheinander. Auf in die alte Welt. Das sollte jetzt eigentlich schon fast reichen, was wir hier haben. An Ressourcen. Der Druck im Kessel. Ich lasse mir noch was einfallen. Die Flammen wurden gelöscht. Mein Rechner oben arbeitet noch. Es gibt ja noch Items und das ist ja der Witz. Immer noch genug Items, die wir nehmen könnten, wollten, müssten, sollten. Ich weiß, es gab hier einen, mit dem ich, wenn ich Strom habe, dass das erstmal... Wo ist er denn? Du bist das, ne? Nee, du bist das gar nicht. Du bist das überhaupt nicht. Wo ist der Kollege? Gelehrter... Na, Wunke, du bist meine das, ne? Kollegen stammen aus aller Welt. Zusatz zur Verwendung, du das mit Elektrizität, erhaltet ihr Denkansatz auf Erden. Bankhaus und Clubhaus. Ja, das ist, wenn ich Strom habe. Habe ich die anderen Items eigentlich schon da, die ich jetzt eigentlich bräuchte? Ja, doch, wir haben ihn noch da. Wir haben ihn da, wir haben ihn da. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Dich konnte man nicht mehr mit offenen, öffentlichen Dienst beeinflussen, ne? Das ging nicht. Das ging nicht, oder? Das ging nicht, oder? Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Nee, das ging nicht. Das geht nicht. Nicht über öffentlichen Dienst. Gut. Ich krieg also nur die Reichweite über Dings da und Bums da. Das ist ja schön. Es ist schwer, aber es ist machbar. Am besten wäre es natürlich, wenn wir zwei Kraftwerke haben. Aber das ist für mich mathematisch gesehen... Er verarbeitet 5 Sekunden. Das jetzt auszurechnen wird nicht gut. Also wir bräuchten theoretisch 2. Mit einem kommen wir nicht hin. Der müsste ja auch unmittelbar in der Nähe stehen. Wie man unschwer erkennen kann, würde er mit Mühe und Not alles erreichen, wenn ich ihn genau dorthin platziere. Dann würden wir alles kriegen und noch nicht mal das, was ich eigentlich haben will. Ich will eigentlich nämlich dann noch unten an die Mine ran und da kommen wir auch noch nicht mal hin. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssten ihn theoretisch irgendwie hier platzieren und das ist, es ist mathematisch einfach nahezu unmöglich, das so hinzukriegen, dass wir da positiv bei wegkommen. Es ist verdammt schwierig. Wenn ich ihn da hinsetze, oh Gott. Also wir bräuchten erstmal einen mehr, das ist schon mal klar, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich den, es ist ja genug da an Holz,
den mit dem hier zusammenschmeiße. Ja, müsste der rein theoretisch, wenn er jetzt hier steht, alles erreichen. Richtig? Nicht richtig. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, er müsste theoretisch noch ein weiter nach hinten. Er kommt nicht beim letzten an. Er kommt da einfach nicht an. Hier ist alles gut. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja. Machen Sie das Unmögliche machbar. Wie kriege ich das hin? Die einzige logische Variante, die funktionieren müsste, wäre, ich sitze das ganze Ding seitlich nach rechts geneigt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich von hier ihn hier hinsetze und den in der Mitte drehe, und zwar seitlich, und zwar wenn er so steht. Und wenn ich dann hier die Straße durchziehe, müsste ich mathematisch gesehen alles erreichen. Naja, es war knapp, aber es funktioniert. Also es würde jetzt theoretisch funktionieren, meine Ansage hier. Problem bei der ganzen Sache ist, dass das Ding nicht darauf ausgelegt ist, ja, dass es auf der Seite jetzt hier steht, weil wir jetzt hier wieder ein Meer haben. Ja, weil das Ding durch die, ne, ein hochgerückt ist. Wäre nicht das Problem, das Ganze nochmal irgendwie hinzukriegen? Zur Not müssen wir hier unten doch nochmal einen abkapseln, dass das Ganze irgendwie hinkommt. Die Frage ist es das wert? Darum geht's jetzt. Und die Frage ist auch, kann ich ihn noch einen weiter nach oben nehmen? Nein, er muss, wenn, dann muss er dastehen. Ich kann ihn dort nicht entfernen. Der wäre absolut auf der Nullposition, wo ich ihn nicht mehr wegnehmen darf. Du würdest jetzt so stehen. Ich hätte alle Minen angeschlossen und würde sogar an die dritte noch rankommen. Das wäre alles kein Problem. Wir hätten hier... Das ist jetzt gerade so ein bisschen wie abzählen. Wir machen gerade so eine kleine Strichliste. Macht das Sinn? Vorteile, Nachteile. Wie viel müssen wir dafür in Kauf nehmen? Wie viel passt? Wie viel kriegen wir hin? Im Idealfall würde mir das Kraftwerk gefallen, wenn es noch eins höher stehen würde. Einer höher wäre schon schön. Kriegen wir aber nicht, weil wir dann an ihn einfach nicht mehr drankommen. Na, er kommt von unten und er muss da stehen, sonst ist das mathematisch nicht mehr komfortabel. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre ihn ein weiter nach innen daran stellen. Das würde tatsächlich, ja, machbar sein. Und da würden wir hier zwei auf links noch bekommen, weil ich würde ja alles weiter nach rechts rein verschieben. Dadurch würde ich den aber nach oben kriegen. Ja, der könnte dann da stehen. Aber ich habe nicht mit einberechnet, dass ich jetzt die Straße dann hier wegnehmen müsste und der auch einen nach hinten rutscht. Somit ist die ganze Sache eigentlich wieder für die Katz. So, seht ihr, ich brauche zwei. Wenn wir das jetzt trotzdem mal probieren. Also rein theoretisch habe ich mich mathematisch jetzt um eins vertan. Das heißt, also ich müsste einen zu wenig haben. Wir gucken uns das trotzdem mal an, weil wir ja jetzt hier rüberkommen. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Naja, und der bringt uns nicht viel, ne? Das ist eine wahrhaft. Egal wie wir es machen, es fehlt uns dann ganz genau auch wieder einer. Vorteil ist, dass das Ganze ein Stück näher dran rückt. Und wir nochmal ein bisschen Platz sparen. Boah, es ist tricky. Wir brauchen hier auch wieder Unmengen an Zeit. Ne? Das frisst so viel Zeit, das Ganze hier einzutangrieren. Wie komme ich an diesen letzten ran? Da gibt es nur eine Möglichkeit.
Ich muss ihn von außen bauen. Das heißt, wir nehmen die Straße außen weg. Ich weiß aber nicht, ob er da mitmacht. Das werden wir jetzt gleich zusammen erfahren. Wenn wir den einen weiter nach außen schieben, macht er da nicht mehr mit. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, da macht er nicht mit. Jedenfalls nicht bei der unteren Variante. Bei der oberen wird's gehen, bei der unteren nicht. Wenn wir die Straße statt von da nach da verlegen. Würde sich erstmal nicht viel ändern. Aber wir sind jetzt erstmal schon mal unten. Ah, der ist immer noch fest. Den kriegen wir da nicht weg. Wenn wir die dann jetzt hier so seitlich aufteilen. Wir müssen die Straße einfach runternehmen, dann wird es klappen. Oh, ist das. Boah, ist das immer schwer. Wenn die Straße dann innen anfahren, müssten wir den auspolstern, dann wird es funktionieren. Aber kommt das hier mit meiner Quadrat-Dings nicht mehr hin. Der Hafen wird angegriffen. Was denn jetzt schon wieder? Muss das jetzt sein? Könnt ihr nicht woanders langfahren? Ich habe hier gerade... Es ist hier... Es, ihr wisst nicht, wie schwer das ist. Der kommt da drüben ganz gut an. Jetzt haben wir das hier 1000 Mal gedreht. 1000 Mal ist nichts passiert. Einzige, was wir heute geschafft haben, ist den Hafen. So, da du musst nach unten. Du musst auch nach unten, du musst hier seitlich durch und du kannst von mir aus auch nach oben, das ist egal. Oh Gott. Ich hasse Perfektion, das macht krank. Macht das absolut krank. Hilft nicht. Oder wir sagen, wir nehmen die einfachste Variante der Welt und machen es so, dann passt es doch. Ja, dann kommt er an. Ja. Angegriffen. Okay, das ist jetzt nicht so schön dann so, aber das ist ja egal. Hauptsache, das funktioniert irgendwie. Dann machen wir den so außen drumrum, dass er hier mit dran steht. Da ja, bin ich eigentlich auch nicht zufrieden so richtig. Aber zumindest sind wir jetzt erstmal bis hier ran. Problem ist auch noch, können wir ihn dann auch wieder seitlich hinstellen? Das ist wieder einer mehr, richtig? Jetzt steht er hochkant. Ja, genau. Es liegt nicht an mir. Wenn ich einen Reichweite mehr hätte, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Das wäre das hier überhaupt gar nicht passiert. Ne? Das würde ich nur mal so festhalten. Dann würden wir hier uns gar nicht rumprügeln. So, es funktioniert. Das ist super. Passt alles. Ist in Ordnung. Dann muss das Ganze wieder ein bisschen weiter nach drüben. Mann, das ist hier wieder schwer. Zack. War das jetzt einer, der bloß rüber musste? Ja, dann passt das hier drüben. Wieso haben wir das hier? Jetzt fehlt da oben einer. Hä? Ich bin gerade raus, irgendwie. Irgendwie bin ich gerade... Hat er mich hier gerade rausgebracht. Und wenn wir am Ende nicht mehr weiter wissen... Reißen wir das Ganze nochmal einmal ab. Dafür haben wir den Stempel genommen. Und stellen den Stempel jetzt hoffentlich an die richtige Stelle. Und ich weiß nicht mehr, war das 6 breit? 6 wäre so. Oder es waren 7? Waren es 7? Ja, es waren 7, oder? Waren es 7? Ich weiß es nicht mehr. Sieben sind es unten, sieben sind es da, sieben sind es dort. Ihr werdet jetzt gleich sehen.
Also hierhin kommt's. Und wieso fehlt uns da rechts jetzt einer? Ich meine, hier ist klar, das ist kein Ding. Damit würden wir ihn so hinkriegen. Wieso fehlt uns jetzt da einer? Ich sehe nicht mehr durch. Ich habe jetzt gerade irgendwie eine Denklücke. Und ich komme gerade nicht drauf. Kategorie dumm gelaufen. So. Jetzt ist der wieder glatt, jetzt ist der wieder glatt, jetzt ist der wieder glatt. Und jetzt ist der wieder glatt. Jetzt ist richtig. Ja, jetzt ist richtig. Und wir haben immer noch dasselbe Problem. Jetzt passt er hier zwar wieder rein und alle kommen von oben und von unten. Jetzt ist bloß die Frage, wie wir das hier ordentlich regeln. Eigentlich müsste der dann so. So. So kommst du dann, ja. Jetzt kommst du nirgendwer mehr gut an. Ach, dann komm, dann leck mich, ey. Und wie kriege ich jetzt den einen weniger hin? Das ist... Er macht mich gerade fertig. Jetzt habe ich das hier so verbaut, dass ich hier selber gerade nicht mehr durchsehe. So, rein theoretisch muss er so stehen. So, dann müssen 7, 7, 7, 7, 7 frei. Hier sind jetzt 8. Das heißt, der ist dann da. Und dann müsste das jetzt wieder hinkommen und rechts müsste einer, also links müsste einer übrig bleiben. So, ja, das kommt hin. So, dann machen wir jetzt hier die Straße durch. So, hier die Straße durch. Jetzt könnte man überlegen, ob man die oben oder unten macht. Das ist eigentlich scheißegal. Und egal, was ich tue, ich muss den dann da ransetzen. Dann würde der genau erstmal jetzt so stehen oder so. Das ist egal. Gut, wir bleiben jetzt erstmal in der Rille. Gut, wir haben es gleich und dann machen wir Feierabend. Ich bin, glaube ich, heute mit durch hier. Es ist auch verdammt schwer. Ja, du passt nur da auf der Kante hin. Das ist schon wieder ärgerlich. Hoch 10.000. Hoch 10.000. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, wenigstens das passt. Gut, alles klar. Den nehmen wir jetzt so. Damit haben wir den einen gespart. Und jetzt kommt hier auch noch mal einen mit rüber. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das wird ja jetzt wohl machbar sein, den ganzen Verein einen weiter nach drüben zu schieben. So, jetzt kann ich überlegen, ob unten oder oben. Ich würde sagen, unten. Was wird jetzt zerstört? Also der. Gut, damit kann ich leben. Damit kann ich tatsächlich sehr gut leben. Alles ist jetzt erstmal wieder in dem Bereich. Du bist auch angeschlossen, du hast den, den brauchen wir hier nicht unbedingt, der ist erstmal nicht da. Damit steht ihr jetzt wieder glatt, das ist alles in Ordnung. In Ordnung, du musst da stehen, dann funktioniert das. Dann kriegst du jetzt hier den Anschluss und da den Anschluss. Ihr habt beide, ihr geht da durch die Mitte, damit ist der dann dran. Gut, dann kriegen wir hier auch die ganzen Minen angeschlossen. Dann brauchen wir hier irgendwie... Ja, die Schiene, die da durch muss. Dann werden wir den wahrscheinlich einen wieder wegnehmen. Zum Glück haben wir da genug Überschuss. Der muss glatt bleiben. Wir können ihn auch den hier unten wegnehmen, den einen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Das müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist den Hafen. Es ist traurig, aber es ist so. Ja. Wir brauchen dann noch das Item. Dann machen wir Öl hier oben. So ist jedenfalls der Plan. Und dann kriegen wir das schon hin. Ich sage, es ist ein Heidenaufwand. Tut mir leid, dass das so lange dauert, aber es ist halt Anno. Ja, und wir wollen hier ein bisschen was erreichen auf minimalem Platz. Es wird interessant, wenn wir das mit den zwei
Dingern hinbekommen. Vielleicht brauchen wir das Item auch zweimal. Ja, dass wir hier irgendwie Öl produzieren, aber ich weiß noch nicht, wo ich das zweite hinsetze. Dann müsste es rein theoretisch hier dran hin, aber das will ich nicht. Deswegen müssten wir es dann hier aufbauen. Ja, genau, beim Gegner. Nein, dann müssten wir irgendwo es hier das so lassen. Es bleibt spannend. Ja, ob das am Ende so funktioniert, wie ich das haben will. Das braucht noch ein bisschen Arbeit. Tut mir leid. Beim nächsten Mal geht's wieder voran.